Wer von einer Idee zur eigenen Firma, von einem Plan zum Produkt kommen will, braucht Starthilfe. Die findet man im Quartier A. Der Makerspace am Stetten hat das Motto eben Living Ideas. Das bedeutet, wir unterstützen Leuten dabei, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Und dafür haben wir eben drei Möglichkeiten. Erstens einmal, wir stellen Know-how zur Verfügung in Kursen und Workshops. Die zweite Möglichkeit ist, wir bieten ein Expertennetzwerk von unterschiedlichsten Bereichen wie IoT, Software, Hardwareentwicklung. Und wir bieten auch zusätzlich eben einen Raum, eine Werkstatt, wo wir Projekte umsetzen können und wo wir unter anderem 3D-Drucker oder anderes Equipment zur Verfügung stellen. In verschiedenen Workshops werden Lösungsmöglichkeiten für die Pioniere durchgespielt. Also wir haben im Makerspace drei Reihen eigentlich von verschiedenen Workshops. Das eine ist technologiebasiert, wo es eben um Elektrifizierung von Autos geht oder eben um Quadcopters oder andere 3D-Drucker-Themen. Das zweite ist eine Workshop-Reihe, die Start klar heißt, wo es eben darum geht, von einer Idee zum Produkt das möglichst gut zu realisieren und uns gegenseitig sozusagen Feedback zu geben. In dem dritten Workshop-Reihe, da geht es eher um die kreative Szene, wo wir eben Künstler und das Kunsthandwerk auch ansprechen wollen. Das Angebot der Werkstatt findet Anklang. Einige Ideen sind bereits auf Schiene. Wir haben mittlerweile 25 Mitglieder im Makerspace. Das sind Experten aus den verschiedensten Bereichen wie Mechanikentwicklung, Elektronikentwicklung, Softwareentwicklung und so weiter und so fort. Wir sind sehr breit aufgestellt und das ist natürlich sehr wertvoll. Das heißt, wenn man mit einem Problem kommt, kann man das in der Gruppe diskutieren. Wir haben da eigentlich eigene WhatsApp-Gruppe, wo man da auch Themen hineinstellen kann und da wird wirklich fleißig und intensiv über Lösungen diskutiert. Also wirklich spannend, was sich da alles ergibt. Das Team von Quartier A in Amstetten schafft die nötige Infrastruktur. Wir haben uns zusammengetan, haben im Endeffekt ein Budget aufgestellt, wo wir verschiedenstes Equipment eingekauft haben, unter anderem ein Elektroniklabor. Wir haben auch einen 3D-Drucker gesponsert bekommen und wollen das natürlich fortführend ausbauen. Je nachdem, was die Leute eben benötigen und was gefragt ist. Im Netz kann man sich über das Angebot informieren. Wir haben auch eine Homepage www.makerspaceamstetten.at. Auch auf Facebook und Instagram könnt ihr mit der Werkstatt A in Kontakt treten.